da mit einem neuen WhatsApp-Video für euch. Ich habe meinem letzten Video so viele Daumen nach oben gegeben. Ihr wolltet so sehr einen weiteren Teil sehen. Deswegen gibt es heute die lustigsten WhatsApp-Chats von Schülern. Ja, jetzt mal ganz im Ernst. Leute, ganz ehrlich, macht mal jetzt Hände hoch Emojis in die Kommentare, ja? Wenn ihr auch schon mal heimlich im Unterricht am Handy wart. Wer von euch hat es schon mal getan? Also, ich glaube jeder, oder? Ich melde mich freiwillig. Ich habe es auch schon mal getan. Obwohl es eher nur so ganz kurz war, nur mal eben kurz WhatsApp checken, nur mal eben kurz auf Instagram gucken. Ja, ein bisschen länger ist man bei Vertretungsunterricht am Handy, aber was ihr niemals tun solltet, ist, geht niemals ans Handy, wenn ihr eine Klausur schreibt. Also manche Lehrer sind ja so, du musst dein Handy abgeben oder du darfst es gar nicht erst dabei haben, aber wenn ihr es mitnehmen dürft, nutzt es bitte nicht aus, weil ich hatte schon mal jemanden bei mir im Lateinunterricht, der saß genau vor dem Lehrer und dann hat er sein Handy benutzt. Er wollte, glaube ich, den Text googeln oder so und ihm ist das Handy genau vor die Füße vom Lehrer geflutscht und er hat eine 6 kassiert. Also es lohnt sich nicht, Leute. Nutzt es nicht aus und übertreibt es nicht. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, schafft ihr 30.000 Daumen nach oben, dann gibt es wieder neue WhatsApp-Chats und schreibt mir auch gerne verrückte Stories von euch oder so, vielleicht aus der Schule oder so. Einfach mal unten in die Kommentare, irgendwas Peinliches mal passiert. Schreibt es unbedingt unten rein und ich würde sagen, wusch. Oh mein Gott, ich sehe schon mal ein Einhorn. Immer wenn du was Intelligentes sagst, wird ein Einhorn geboren. Es gibt keine Einhörner. Merkst du was? Ey Leute, der will damit einfach mal eiskalt sagen, dass man nicht intelligent ist. Ey, was ist das für ein Diss? Voll indirekt. Frag mich jetzt nur, hat die Person das gecheckt oder nicht? Einhörner können nichts dafür, okay? Papa, du hast mich angelogen. Wir hatten heute... Oh, Kunde. Mein Freund wird nicht sterben, wenn wir miteinander schlafen, bevor ich 16 bin. Was hat der Vater ihr erzählt? Er wird, Schatz. Dein Freund wird sterben. Okay, das ist anders gemeint. Das ist auf jeden Fall anders gemeint. Bro, ich habe eine Frage. Was denn? So spät? Morgen ist Schule, Digga. Wieso legen wir eigentlich eine Runde Pizza in eckige Kartons und essen sie dann als Dreiecke? Boah, geh schlafen. Ja, Mann, um 0.19 Uhr. Wie oft habe ich schon solche Chats gesehen? Und wer kennt sie bitte nicht? Irgendwie jemand, der viel zu viel Langeweile hat, schreibt dich mitten in der Nacht an mit so einem Scheiß. Aber das ist echt schon komisch. Wir essen runde Pizzen in eckigen Kartons, schneiden die als Dreiecke und essen die als Dreieck. Das ist wirklich ein Problem. Das beschäftigt dich. Was? Der Schulbus schämt sich vor mir. Wie kommt man auf sowas? Wieso? Immer wenn ich komme, fährt er weg. Erklär das bitte mal genauso unserer Klassenlehrerin. Vielleicht zeigt sie dann mehr Verständnis dafür, wieso du immer zu spät zum Unterricht kommst. Ja, sag das einfach mal. Nimm das bitte als Ausrede, okay? Wenn ihr lange mit dem Schulbus fahren müsst und ihr kommt mal wieder zu spät oder ihr habt verpennt eigentlich, nehmt das bitte als Ausrede. Der Schulbus schämt sich vor euch. Er will euch schon gar nicht mehr mitnehmen. Wie nennt man das, wenn du einen Salto machst? Ein Salto? Was ist das für eine Frage? Nee, ein Bottle Flip. Hä, wieso? Weil du eine Flasche bist. Ernsthaft? Oh mein Gott, ist das hohl. Das ist so hohl. So scheiße, dass es wieder lustig ist. Weißt du was? Da ist jemand richtig angepisst. Was los? Wenn die Schule kein Ort zum Schlafen ist, ist das Zuhause auch kein Ort zum Lernen. Amen. Echt jetzt? Amen. Ich kann das auch nur bestätigen. Es ist echt so. Das ist so kacke, wenn du so viel lernen musst. Richtig scheiße. Wenn du schon gar nicht mehr an Schlaf denken kannst, weil du nur noch am Lernen und Hausaufgaben machen bist. Woraus bestand deine Schulzeit eigentlich hauptsächlich? Meine Schulzeit bestand eigentlich hauptsächlich nur daraus, im Buch, was? Hässliche Menschen rauszusuchen und meinem Sitznachbarn dann zu sagen, hier, guck mal, das bist du. Oh mein Gott, du bist so fies. Ehrlich jetzt, das ist sowas von fies. Das erinnert mich irgendwie an diesen Chat mit dieser Instagram-Seite hässliche Menschen oder so. Irgendwie so einen Chat hatten wir auch schon mal. Ey, das ist genauso fies. Aber wer von euch hat auch schon mal seinen Sitznachbarn gemalt und gesagt, das ist er? Das habe ich schon mal getan. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt besser war, aber ja, ich glaube, meine Zeichnungen waren auch ziemlich hässlich. Hauptsächlich solche richtig hässlichen Strichmännchen. Aber passiert auch nur, wenn man wieder mal zu viel Langeweile hat. Und wie läuft's so beim Mathe-Lernen? Oh, ich hasse Mathe. Ich hasse Mathe. Geht so. Was verstehst du denn nicht? Mathe! Oh, warum fühle ich das? Warum fühle ich das so?
Ey, du kannst stundenlang Mathe lernen, du kapierst es immer noch nicht. Warum gibt es dieses Fach? Ich habe wieder einen neuen Freund, sogar aus der Schule. Du Opfer wirst was nie einen bekommen. Wer schreibt sowas? Das ist voll gemein. Ist ja kein Wunder, dass... Was? Dir die Jungs hinterherlaufen. Billige Sachen locken nun mal Kunden an. Oh mein Gott. Voll zurückgegeben. Voll zurückgegeben. Oh mein Gott. Das war gut. Das war echt gut. Ja, ich frage mich, warum die sich überhaupt auf WhatsApp haben. Wenn die sich sowieso nicht abkönnen. Also beste Freunde scheinen das nicht unbedingt zu sein. So, und für so ein Zeugnis müsste es Schläge geben. Was sind das für Familienverhältnisse? Oh mein Gott, ich hätte ja Angst. Ich hätte echt Angst, mit dem Zeugnis nach Hause zu kommen. Ja gut, Papa, ich weiß, wo der Lehrer wohnt. Okay, er will dem Lehrer jetzt die Schuld in die Schuhe schieben. Ich weiß nur nicht, ob das so ganz so gut funktioniert. Aber ja, wenn der Vater sich mit dem Lehrer anlegen soll. Ich weiß nicht, ob das in Zukunft dann noch so gut ist für deine Noten. Ich glaube nicht. Ich glaube echt nicht. Da muss die Schule, glaube ich, wechseln. Hast du die Hausaufgaben gemacht? Ja, aber sind falsch. Egal, gib her. Immer das Gleiche. Ja, Mann. Immer das Gleiche. Es ist echt so. Okay, es gibt einige, die sagen das extra, damit sie dir nicht die Hausaufgaben geben müssen. Das sind die ganz fiesen. Bei denen weißt du ganz genau, dass die nicht falsch sind, weil die noch nie verkackt haben in der Schule. Bei anderen, ja, das ist glaubwürdig. Die haben es meist eh falsch, aber im Grunde genommen ist es dir scheißegal, ob es falsch ist oder richtig. Hauptsache, du hast ganz schnell deine Hausaufgaben erledigt, weil du die vergessen hast. Ja, um 0.46 Uhr, sagt schon alles. Wer kennt das nicht? Hey Jane, warum warst du heute nicht in der Schule? Ich habe von einem Fußballspiel geträumt. Toll, aber wieso bist du nicht zur Schule, Mann? Das Spiel hatte Verlängerung. Wow, gib das mal als Entschuldigungsgrund an. Und der Lehrer wird es durchgehen lassen. Nicht. Ich glaube, das geht nicht so ganz. Aber was ist das für eine geile Ausrede? Das habe ich noch nie gehört. Ali, was ist näher dran? Der Mond oder Rom? Der Mond natürlich. Warum? Kannst du Rom sehen, Digga? Nein. Kannst du den Mond sehen? Ja. Also? Boah, das ist doch nicht sein Ernst, oder? Das ist doch nicht sein Ernst. Boah, Ali, Mann. Das geht so nicht. Auch wenn ich verstehe, wie er das meint. Aber nein, der Mond ist nicht näher dran als Rom. Egal, wo du hier bist auf der Welt, aber... Der ist weiter weg. Es tut mir jetzt leid, dass ich dich enttäuschen muss. Ich frage mich gerade echt, ob viele den Fehler machen würden. Ich glaube aber nicht, oder? Bist du ein Ali oder bist du kein Ali? Schreib's mir jetzt mal in die Kommentare. Was glaubst du, wie lange kann ein Mensch ohne Gehirn leben? Keine Ahnung. Aber wie lange lebst du denn schon? Oh mein Gott, das ist fies. Immer diese indirekten Diss-Sprüche, ne? Das kommt schon ein bisschen hart rüber, wenn du es denn checkst. Die Tage bei mir, an denen wir Schule haben, laufen bei mir rückwärts. Warum denn das? Ich stehe müde auf und gehe wach ins Bett. Immer. Boah, ich bin auch so ein Mensch, ne? Abends bin ich wach und morgens bin ich voll müde. Keine Ahnung, ich kann abends echt nicht schlafen. Meistens denkst du dann irgendwie über den letzten Müll nach. Es ist immer so. Kennt ihr das auch? Ihr habt plötzlich Angst, irgendwie irgendwelche Hausaufgaben vergessen zu haben. Ihr zählt die Stunden und Minuten bis zum nächsten Tag, wann ihr Schule habt. Ja, wie lange ihr noch schlafen könnt. Boah, du kannst nicht schlafen, Mann. Und dann, wenn du in der Schule bist, ne? Im Unterricht könntest du einpennen. Du bist todmüde. Oh mein Gott, ich verstehe es endlich. What the? Was verstehst du endlich? Wenn Dinge heiß werden, dehnen sie sich aus. Ja und? Ich bin nicht dick. Ich bin einfach nur heiß. Was? Lernt man doch was Sinnvolles in der Schule. Oh mein Gott. Ja, wow, so kannst du es auch sehen. Wir haben heute eine Klassenarbeit geschrieben, bei der wir maximal 12 Fehler machen durften. Echt jetzt? Wo darfst du so viele Fehler machen? Hast du es geschafft? Hab deswegen nur 11 beantwortet. Boah, ich weiß jetzt nicht, ob ich das mega schlau oder voll doof finde. Boah, Alter, du hast doch danach eine 6. Das ist doch kacke. I need your love, I need your time. Oh mein Gott, ist das nicht das Lied? When everything is wrong, you make it right. Oh, wie süß. An Tagen wie diesen wünschte ich mir nur in Englisch besser aufgepasst zu haben. Ja, wenn das nicht ganz so funktioniert. Leute, vergisst es mit Englisch. Nimm deutsche Songtexte. Das funktioniert echt nicht immer. Ey, Baby, was machst du? Nicht viel. Verwandle gerade Sauerstoff in Kohlenstoffdioxid. Wow, wie machst du das, du Chemie-Genie? Du bist so schlau. Ich atme nur. Oh. Oh nö, ernsthaft jetzt? Du Chemie-Genie, du bist so schlau. Naja, wenn du so jemanden leicht beeindrucken kannst, warum nicht? Sie ist einfach nur mega verliebt in dich. Mega. Ja,
Keine Ahnung, ich habe keine Worte mehr. Boah, ich sehe schon wieder Mathe und ich drehe durch, ne? Ich sehe schon wieder dieses Wort Mathe. Heute in der Mathearbeit war es so, so lustig. Ich kann nicht mehr. Warum? Lehrerin so, ey Leute, während der Arbeit wird nicht geredet. Ich dann, keine Angst, Frau Lehrerin, wir arbeiten nicht. Ey, das hat er nicht gesagt, oder? Zu geil, musste raus. War aber trotzdem lustig, ja. Wenn du es trotzdem feierst, dass du anscheinend nicht die Arbeit mal mitschreiben kannst. Ja, wenn er eh schon verkackt hätte, so wie ich, dann, ja, kann man es nur so positiv sehen, ne? Aber einige Lehrer solltest du nicht so ganz so provozieren. Die verstehen keinen Spaß. Es gibt echt solche richtig ernsten Lehrer. Aber irgendwie voll die geile Antwort. Darauf musst du echt mal kommen. Ey, sag mal, haben wir morgen Physik? Ja, oder? Wenn du deine Antwort weißt, warum fragst du dann? Boah, wer kennt auch diese Leute, die dauernd fragen? Auch noch dieses Ja, oder? Das ist echt so. Du denkst dann wirklich, du würdest am liebsten diese Person anschreien. Das ist die beste Antwort ever und du wirst nie wieder gefragt. Aber du willst manchmal einfach nur sicher gehen, okay? Du möchtest eigentlich nichts Böses von der Person. Ich glaube, mein Handy ist kaputt. Wieso? Ich drücke auf den Home-Button, sitze aber immer noch in der Schule. Wie geil ist das denn? Ey, das ist so cool, aber auch so doof. Aber manchmal wünschtest du dir, der Home-Button würde dich echt nach Hause teleportieren. Vor allem, wenn du keine Lust mehr hast, in der Schule zu sitzen. So Leute, auf jeden Fall war es das schon. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Also einige Chats sind so hohl, dass sie schon wieder total lustig sind. Keine Ahnung. Also darauf muss man manchmal echt kommen, ne? Ich weiß auch nicht, was mit den Leuten abgeht. Ich glaube, das tut Schule mit einem. Schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, ob ihr lustige Stories habt. Welches fandet ihr am lustigsten? Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so doll lieb. Bye!